Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir die besten Kopfhörer vorstellen für Meditieren, für Frequenzen, für geführte Meditation und wenn du mit Brainwave 3D Frequenzen arbeitest an sich. Ja. Lass dich inspirieren und überraschen, was da mein Ergebnis ist aus vielen Kopfhörern, welche ich getestet habe. Also wie schon erwähnt, in diesem Video möchte ich dir die besten Kopfhörer vorstellen für das Hören von Frequenzen. Und ich kriege sehr viele Tickets, wo es um das Thema geht, welche Kopfhörer haben die richtigen Hertze und so weiter. Und in diesem Video möchte ich einfach mal damit ein bisschen aufklären. Ja. Der Herzbereich ist im Grunde komplett unrelevant bei den Kopfhörern, was mit Frequenzen und so zu tun hat, ja, weil auch wenn beim Kopfhörer zum Beispiel steht, ja, der kann bis ab 10 Hertz und so weiter und eine Frequenz hat 7 Hertz, haben die Herze von den Kopfhörern absolut nichts mit dem Herzen der Datei zu tun. Ja, das muss man sich nicht so vorstellen, ja, weil 7 Hertz ist einfach nur ein Ton, so ein Ton. Und wenn das zum Beispiel binaural ist, dann bedeutet das, dass in diesen Ohr ein Herzbereich reinkommt, wie zum Beispiel 200 und hier 207. Das heißt, das Gehirn erzeugt die 7 Hertz selber. Ja? Das heißt, wenn die Frequenz jetzt auf 7 Hertz taktet, dann spielt der eigentlich 200 und 207 Hertz und das Gehirn erzeugt selber die 7 Hertz. Und mit diesem Trick umgeht man die ganzen Herzprobleme, was die Kopfhörer haben. Von dem abgesehen ist es so, dass auf dem Planeten fast kein einziger Kopfhörer tatsächlich, auch wenn der Hersteller hinschreibt, er kann jetzt bis zu 8 Hertz runter oder so, dass die tatsächlich noch viel schwächer sind, als die Hersteller hinschreiben. Das kann man sich so vorstellen als Vergleich, so wie die Internetprovider, die sagen so bis 400 Mbit, aber du hast eh nur 150, weil mehr in deinem Gebiet nicht möglich ist. Ja. So kann man sich das ähnlich vorstellen. Ja. Also, das ist das eine und das andere ist, dass die Hertz an sich komplett unrelevant sind, was die abspielen. Das Einzige, was wirklich relevant wäre bei Kopfhörern, ist, dass die einfach keine Billigprodukte von No-Name-Marken sind, so 20, 30 Euro Kopfhörer, wo man einfach normale Musik schon sich denkt, boah, das hört sich furchtbar an und scheußlich. Und wenn man nämlich mal Kopfhörer mit zum Beispiel so einem, also Musik mit so einem Kopfhörer gehört hat von Beyer Dynamics oder so, dann hat man einfach einen anderen Tonqualitätsunterschied. Ja, das heißt, wenn man Frequenzen hören möchte, sind die Kopfhörer im Grunde komplett egal. Das, was den Unterschied ausmacht, ist gar nichts. Ja, du kannst hier, ich habe hier zum Beispiel, das sind die ich zum Schlafen verwende, von Sennheiser, die kosten so an die 100 Euro herum. Ja. Ja, wie gesagt, diese Kopfhörer nutze ich in der Regel am meisten, ja, weil das die günstigsten sind und weil man mit denen auch super schlafen kann, weil die einfach super flach sind. Ja, ich werde gleich auf die einzelnen eingehen. Aber es spielt keine Rolle, weil die Wirkung ist dieselbe, ob ich jetzt so ein 1000 Euro Kopfhörer wie den von Astell und Kern habe, ja, oder so ein 100 Euro Kopfhörer. Die Wirkung ist die gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass hier die Qualität von dem, was man hört, einfach deutlich besser ist. Ja. Das ist ungefähr so vergleichbar wie so eine HiFi-Anlage, die 20.000 Euro kostet, oder daneben so ein kleiner MP3-Player für 100 Euro. Ja, und du wirst dasselbe Lied auf beiden Lautsprechern anders hören. Ja, das ist einfach der große Unterschied. Und das ist auch der Unterschied, was Bit angeht. Ja, Bit bedeutet nicht zwingend, dass die Wirkung mega drastisch besser ist, natürlich schon im EEG, sondern sie bedeutet einfach nur, dass das, was du hörst, viel mehr übertragen wird, dass das Gehirn die ganzen Geräusche, die Musik, die ganzen Daten, die da kommen, besser aufnehmen kann, weil mehr übertragen werden. Ja. Und aber da spielt es keine Rolle, welche Kopfhörer das sind. Ja. Es geht vielmehr um die Qualität des Kopfhörers. Ja. Gut, also das heißt, das Erste, was ich jetzt mit diesem Video abhacken wollte, ist, dass das Herz der Frequenzen keine Rolle spielt, sondern einfach nur, dass diese Kopfhörer 3D abspielen können, also das ist 360 Grad. Ja. Obwohl bei den MDR-Technologien das nicht mehr zwingend so notwendig ist, weil die neue MDR-Technologie kann auch mit In-Ear-Kopfhörern 3D erzeugen, weil die Technologie auf einer anderen Berechnung der Innenohrmuschel, nicht mehr auf der Außenohrmuschel basiert. Ja.
So, das ist das. Ja, und jetzt gehe ich mal kurz die ganzen Kopfhörer durch und erzähle dir, was die Unterschiede sind oder was ich grundsätzlich so empfehle. Ja, das hier sind Ultrasound Kopfhörer Pro 780i. Die sind gut, verwende ich in den Seminaren in der Regel, können 360 Grad abspielen und kosten auch nicht was Gott was, so 100, 120 Euro herum. Ich weiß nicht mehr genau, die Preise ändern sich immer. Unter dem Video ist ein Link auf meinen Blogartikel, wo ich einfach dir diese Kopfhörer, wo du sie anklicken kannst oder sehen kannst oder finden kannst. Die sind ganz, ganz nett. Ich persönlich mag die, weil die hat für den Preis eine sehr gute Tonqualität abgeben. Wirklich eine sehr, sehr gute Tonqualität. Ja. Was ich persönlich nicht mag bei diesen Kopfhörern ist, dass diese hier so ein eigenes Material haben und diese Muscheln sehr klein sind. Also für Männer ist das vielleicht nicht zwingend gut. Ja. Wenn man ein großes Ohr hat, dann kann es sein, dass es ein bisschen drückt oder dass das Ohr nicht direkt hier reinpasst. Ja. Da sind die Bad Dynamics ein bisschen besser, ja. Aber im Grunde ist es ganz okay. Ich persönlich mag die selber nicht so. Also zum Glück kann man hier dieses Ding wechseln. Es gibt noch einen anderen Aufsatz dazu, der ist auch dabei mitgeliefert. Statt so einem Leder, so ein Baumwollding da oder sowas ähnliches, ne? Weil ich selbst habe eine Gummiunverträglichkeit und wenn ich die rauf tue, nach 10 Minuten bin ich hier komplett entzündet. Also da sieht man hier schon so wie Pickel und es wird rot und alles schwellt an, so eine Allergie auf sowas. Aber das habe ich grundsätzlich bei sehr vielen Leder- oder gummiartigen Dingern. Ja. Gut, aber die kann ich trotzdem empfehlen, weil die anderen Schaumstoffteile sind ja dabei. Das heißt, wenn du auch so eine Allergie hast gegen so Materialien, dann ist es kein Problem. Weil die Qualität einfach mega toll ist. Darum verwende ich auch die in den Seminaren. Ja. Gut, also du wirst dich jetzt wundern, warum ich so viele Kopfhörer habe, weil wenn ich Frequenzen produziere, dann muss ich die mit allen Kopfhörern durchhören, weil auf den Kopfhörern hört man eine Frequenz nicht oder eine Musik nicht oder eine Lautstärke nicht. Auf den hört man es schon, auf den hört man es zu laut und ich muss alle durchgehen und dann muss ich alles wieder neu anändern, dass es an allen ungefähr gleichmäßig wird. Ja. Darum habe ich viele Kopfhörer. Ne. So, also das sind die Ultrasound. Dann kommen wir zu meinen Lieblingskopfhörern. Ja, das sind so in der Preismittelklasse, so um die 400 Euro herum. Das sind die Beyer Dynamics DT1990, also 1099 Pro. Ja. Die haben wirklich eine mega Tonqualität und das sind die, die ich zum Aufnehmen und zum Studio, zum Produzieren verwende, weil die haben 250 Ohm. Und die sind von der Qualität her, von dem, was man hört, wenn man hier jetzt die Frequenz produziert, hochgradig qualitativ, ja, weil man alles hört und man braucht natürlich einen guten Verstärker für solche oder so Kopfhörerverstärker, weil desto mehr Ohm, also wenn du jetzt 250 Ohm hast und du hast keinen Kopfhörerverstärker, dann hast du ein Problem, ja, weil die saugen einfach voll viel Energie von dem Gerät ab, ja, und die Qualität kann auch mit hohen Ohm schlechter werden. Wenn du jetzt 80 Ohm hast, dann nur einen billigen MP3-Player hast oder ein Handy, dann passt das, ja, weil dann saugt der genau den Saft, den er braucht, ja. Und ein Kopfhörerverstärker macht nichts anderes, wie er überträgt viel mehr Strom an dieses Gerät, weil dieses mehr Ohm braucht einfach mehr Strom, ja. Was dazu auch teils führt, dass man mehr hört, darum auch mehr Strom, ne. Gut, das sind die. Die sind wirklich mega. Also die haben hier auch ein schönes Schaumstoff und die Qualität ist einfach atemberaubend. Ja. Und auch viele, die bei mir waren und mit den Asteroid-Kern das gehört haben, die sagen alle, das ist der Hammer. Das ist einfach der Oberhammer von der Qualität her. So, was haben wir da noch Schönes? Und zwar, das sind so die Standard-Studios, Kopfhörer, die man sonst so kennt. Das sind so die DT770 Pro von Beyer Dynamics. Die sind auch super, also die sind ein Ticken noch besser, finde ich, ja. Die sind wirklich ein Ticken besser. Aber die kommen schon sehr gut an die Qualität ran, ja. Weil diese Kopfhörer auch von Beyer Dynamics sind und von der Qualität auch für Studios verwendet werden. Und wirklich die Tonqualität einfach für 100, 120 Euro kosten, die ungefähr atemberaubend ist, ja. Also ich würde auf jeden Fall, hätte ich die nicht zum Testen und zum Hauptstudio arbeiten, dann würde ich, habe ich auch jahrelang mit dem auch gearbeitet, ja. Und ich höre auch sehr viel Frequenzen mit diesen Kopfhörern, ja. Also, weil die Qualität einfach
wirklich sehr gut ist für den Preiskampf. Da denkt man sich, früher waren so gute Kopfhörer so ab 1000 Euro, heute ab 100 Euro kriegst du schon mega tolle Kopfhörer. Ja. Dann, meine zweiten Lieblingskopfhörer sind von Sennheiser. Das sind die hier. Die, der Vorteil an dem ist, die sind einfach mega flach. Also die sind so flach, wenn du dich damit schlafen legst und Frequenzen über die Nacht hörst, dann kannst du damit schlafen, weil die einfach so abgerundet sind, dass die einfach, ja, auch die Tonqualität ist hier mega. Also nicht vergleichbar mit Beyer Dynamics. Beyer Dynamics ist natürlich ein Ticken besser, ja, von der Tonqualität. Aber für diesen Preis zahlt sich das aus. Und wie gesagt, selber ich zum Schlafen nutze die, weil die einfach so flach sind. Und weil die Qualität trotzdem so gut ist, dass ich sage, okay, passt, kann man auch hören. Ja. Dann Astell und Kern, also auch von Beyer Dynamics, die hier, die kosten so 1000 Euro. Und ganz ehrlich, ich mag die überhaupt nicht, weil die haben hier auch so ein Gummiteil, das wusste ich vorher nicht. Aber die haben hier zwei so Kabeln, auf das muss man auch achten. Wenn man dann Kopfhörer hört oder im Liegen oder so, dann hat man hier immer ein Kabel und da und in der Mitte so ein Kabel und so weiter. Bei diesen hier zum Beispiel hast du einfach sowas, ein Kabel und das geht einfach weg. Das tust du einfach weg beim Meditieren zum Beispiel und dann passt das, ja, dann ist es überhaupt kein Problem. Ja, oder auch bei den anderen Beyer Dynamics Kopfhörern, die haben einfach ein so ein dickes Kabel und fertig ist die Sache, ja. Das ist zum Meditieren natürlich super, weil dann legst du einfach das Kabel nach hinten und tschüss, ja. Beachte bei den Kopfhörern immer, dass keine zwei Kabel weggehen. Die sind natürlich von der Qualität wirklich sehr, sehr gut, aber ganz ehrlich, ich kenne keinen Unterschied zwischen den hier für 400 Euro und zwischen den für 1300, ja. Und mein Ohr, glaub mir, ist hochgradig spezialisiert auf das Hören von jedem Ton. Also wenn ich mir einen Film ansehe, dann höre ich jedes Klingeln, jede Hintergrundaspekt des Tones, wo andere sagen, ich sage so, hast du das gehört? Und andere, nee, spule ich fünfmal zurück und die anderen hören das Geräusch nicht. Ich höre es aber, weil ich halt in dem Bereich arbeite und mein Ohr einfach auf alle möglichen Geräusche trainiert ist, ja. Und ich kenne hier bei denen keinen Unterschied zwischen den anderen. Also kauf ja keine Kopfhörer in diesem hohen Bereich, ja. Weil es einfach auch für jemanden, der so gerade geschult ist bei seinem Ohr, ich kenne da keinen Unterschied wirklich, sorry. Dann gibt es dann noch die hier, die AKG K712. Die sind auch ganz nett und so, haben auch ein Kabel, die sind auch ganz gut. Die fühlen sich im Vergleich zu den Beyer Dynamics so an, wenn man die aufsetzt, dass man fast keine Kopfhörer oben hat. Ja? Und das ist natürlich cool, aber persönlich mag ich die nicht so, weil die halt so groß sind und mit denen kann man auch nicht richtig schlafen, weil du hast hier so viele Kabel und so und so weiter und die sind so überdimensional groß, aber die haben auch eine sehr gute Qualität. Was ich selber nicht so mag, ist, dass die so weit sind, also du hast so einen sehr weiten Klang. Ja? Das 3D kommt bei den Beyer Dynamics ein bisschen besser raus, sage ich mal. Ja. Dann gibt es noch die Neura. Das sind so ganz spezielle, die man koppelt. Die haben auch immer so eine eigene Technologie, dass da mit 3D und so weiter reingeht. Das musste ich natürlich testen für die Forschung. Ich persönlich mag die nicht, weil die wieder hier so ein Gummi haben. Ja. Die Qualität ist aber wirklich sehr, sehr gut. Ja. Das Problem bei dem ist, und das, da muss ich sagen, die das produziert haben, die haben nichts im Kopf. Ja, wirklich. Nein, ich will es nicht abwerten oder so. Aber das sind Kopfhörer, die kann man nicht mit Kabel hören. Du kannst diese Kopfhörer nicht irgendwo anschließen an irgendein Gerät mit Klinke oder so und einfach dann über Kabel diese Kopfhörer hören. Nein, das muss mit Bluetooth laufen. Ja? Und Bluetooth kann natürlich nicht so viel Datenmengen übertragen. Das heißt, alles mit so 32 Bit kannst du mit diesen Kopfhörern komplett schmeißen, weil 32 Bit so viel Datenmenge ist, dass das mit Bluetooth nicht übertragen wird. Somit kann man die für höhere Bit nicht verwenden. Schade, weil die Qualität ist wirklich toll. Ja? Und man braucht dann ein Bluetooth-Gerät, ja, und eine App. Also man kann die nur mit dem Handy hören und mit so Astell und Camplayern kann man mit denen hier komplett vergessen, ja. Also funktioniert schon, mit, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Technik, aber es ist leider für den Preis. Die Qualität ist auch super, aber für meine Zwecke komplett umsonst, ja. Vielleicht irgendwann, ja, kommt eine neue Version von da raus, wo man auch mit Kabel das am Player stecken kann, ja. Gut, das war's. Wie gesagt, meine Top-Empfehlung für dich, wenn du sagst, du willst eher Frequenzen, wo du auch schläfst damit, kann ich dir auf jeden Fall die Sennheiser empfehlen.
Alternative im unteren Preisbereich, die Beyerdynamics DT770 Pro. Wenn du jetzt keine Kopfhörerverstärker hast, hol dir die mit 80 Ohm. Wenn du einen Kopfhörerverstärker hast, mit 250 Ohm. Die Kopfhörerverstärker kosten nicht viel, ja. So ab 20, 30 Euro gibt es die schon, aber hol dir da keine Klumpert-Kopfhörerverstärker. Dann wirst du mit denen sehr viel Freude haben. Und wenn du sagst, du möchtest in den höheren Preisbereich, dann hol dir so ab 400 Euro die Beyerdynamics DT990 Pro. Es gibt noch eine andere Variante von denen, die komplett schwarz sind, die sind auch genauso gut wie die hier. Da gibt es auch fast keinen Unterschied. Ja, und die kann ich dir auch empfehlen, wenn du kleine Ohrmuscheln hast. Die sind auch von der Qualität wirklich mega, also wirklich tolle Tonqualität. Ja, ja, that's it. Und wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, es macht überhaupt keinen Unterschied, wie viele Hertz die abspielen. Viel wichtiger ist, welcher Hersteller das hat, was die Qualität ist, wie das Ganze verbaut ist, ja, und was du hörst schlussendlich. Ja. Weil bei meinen Frequenzen geht es primär darum, um die Qualität, die du hörst, und dieses 3D, was im Hintergrund ist. Und mit besseren Kopfhörern hast du einfach einen besseren 3D-Klang. Und mit schlechten Kopfhörern, wo das Ganze nicht so gut ist, hört sich das Ganze einfach schlecht an. Ja. Ich mache auch bald noch ein Video zum Thema Bit, also was die Player-Unterschiede sind. Bei den Playern kann ich nur kurz darauf eingehen. Gibt es auch keinen gravierenden großen Unterschied. Jedoch gibt es bei Astell und Kern, die haben einfach einen anderen Verstärker drin. Ja. Und es ist besser, einen Astell und Kern Junior, der 32-Bit downgraded auf 24-Bit zu haben, als einen Irulu für 100 Euro, weil die 24-Bit haben trotzdem mehr Tonqualität, weil der Verstärker von Astell und Kern einfach kein China-Produkt ist, sondern ein Mega-Verstärker ist, der normalerweise ein paar tausend Euro kostet und in diesem 200-300-Euro-Gerät drin ist, von diesem Astell und Kern Junior. Und die Qualität dementsprechend viel besser ist als jede 32-Bit China-Produktion, ja. Oder Sophia und so weiter. Ne? Ja, that's it. Aber da mache ich ein eigenes Video dazu. Gut, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben zum Thema. Es gibt natürlich noch viel mehr Kopfhörer, aber das sind so die ich getestet habe, mit denen ich primär arbeite, nicht mit allen mittlerweile. Aber die ich so auf jeden Fall empfehlen kann, die sich herauskristallisiert haben als gute Qualität, mit der man auch tolle Ergebnisse auch im EEG erzielen kann. Also, ich hoffe, das Video konnte dir ein bisschen Aufklärung verschaffen und ein paar Tipps geben zum Thema. Und auch wenn du andere Kopfhörer hast, wie gesagt, die so 50, 60 Euro kosten von Philips und du sagst, die Qualität ist gut, dann passt das vollkommen, ja. Dann hast du schon alles, was du brauchst, um Frequenzen zu hören. Wie gesagt, es geht nur darum, dass die Qualität für dich dementsprechend gut ist. Und wenn du höhere Ansprüche an Qualität hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall Beyerdynamics oder Sennheiser. Gut, okay, dann bis zum nächsten Video und tschüss.